Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Waffenvorstellung bei Splatoon. Heute gibt es für euch die Turbo Blaster und ich weiß nicht, wie dieser Part abläuft, aber wir werden es herausfinden, indem wir gleich mal den Turbo Blaster testen. Wir haben heute den 16. Oktober, das heißt auch eine neue Waffe ist im Shop verfügbar. Mit dieser Range schießt er schneller. Das hat auch eine gute Range. Das ist hier der normale Turbo Blaster, aber natürlich ist es nicht der einzige. Was haben wir denn noch? Zeig mal her. Genau, Turbo Blaster Deko. Hat anscheinend ein besseres Set und das fällt mir auch gleich auf, denn ich liebe diese Spürbomben. Dann auch den Spürbombenrausch. Die Spürbomben, wie heißt's? Aber Leute, schaut mal. Mit so einer Range. Ordentlich. Und dann werden wir hier jetzt noch die Dinger dahinter einwerfen. Also schon geil. Jetzt kommen wir mal zur neuen Waffe, die es heute auch gibt. Wo ist sie denn? Oder was? Schau mal her. Turbo Blaster Plus müsste der heißen. Wo haben wir denn? Genau hier. Turbo Blaster Plus. Bin ich gespannt, was der kann. Eine weitere Range. Ist die Range jetzt weiter? Warte mal. Scheint nicht so zu sein. Obwohl. So halten wir fest, die Range ist weiter und wir haben die Spürbomben. Das gefällt mir doch. Und ja, wir sehen uns dann noch gleich wieder im und wir spielen endlich wieder Operation Goldfisch auf der Dekabahn-Station. Habe ich lange nicht mehr gespielt und ich habe richtig Bock auf diesen Modus. Ich bin gespannt, wie es wird mit unserem Turbo Blaster. Also ein gutes Set hat er ja. Er hat hier die Mine. Was hat er noch? Also schon nice, das Teil. Ich glaube, man kann auch gut treffen damit. Also Schaden kann man auch machen. Ah, kommt der noch von der Seite? Also ich bin skeptisch, was den Blaster angeht, aber vom Design her gefällt er mir, aber ich weiß jetzt halt nicht, ob ich damit spielen kann. Ach komm, Junge. Scheiß Typ. Also die haben schon mal eine ordentliche Bestmarke aufgestellt. Wir gehen jetzt mal mitten in diesem Strom da weiter.
Woher jetzt? Ja, klar. Natürlich. Wäre jetzt schlecht, wenn meine Stimme weggehen würde, weil ich... Es ist halt einfach so, man braucht ewig, bis man ordentlichen Schaden verursachen kann. Das nervt. Aber die Range gefällt mir. Aber er ist tot. Junge. Wir führen. Wir haben die Bestmarke immer noch. Und wir sind zu dritt nach vorne. Was geht mit unserem Team ab? Was ist hier los? Oh, jo. Ja, wir haben die Kanone wieder. Und wir scheinen alles wegzuballern. Ach komm, jetzt hat der natürlich einen Platscher. Nie kann ich mal im Vorteil sein. Jetzt jumpen. Gut. Aber der schießt schon schnell. Wo ist er denn? Der mit dem. Denn der bricht bei uns ein. Wir müssen was machen. Gut, der ist tot. 48. Pass auf, ich komm doch nach. Ich hab ein Kugelschild. Warte. Ach du Idiot. Was ist hier los? Jetzt hat der natürlich einen Dualplatscher. Das ist... Also, ich weiß immer noch nicht, was ich von der Waffe halten soll. Natürlich. Natürlich. Wieder bei 48 angehalten. Das sind solche Opfer, unsere Gegner. Das heißt aber nach vorne, aber schnell. Also, da kannst du einfach gar nichts im Nahkampf machen. Man kann nichts machen. Das ist grausig. Also das ist ein schöner Blaster, aber ich kann nicht mit dem Ding spielen. Was ist jetzt passiert? Was zur Hölle? Ja, weniges haben wir gewonnen, aber kein Kill zustande gebracht. Kann doch nicht wahr sein. Verlängerung, was? Nee. Bringt den um, bringt den um! Also wenn der jetzt uns noch das versaut hätte... Dann weiß ich auch nicht mehr. Ja, wir spielen noch mal eine Runde mit diesem Blaster. Bin gespannt. Hoffentlich wird die nächste besser, weil das war einfach nur schlecht. Diese Runde. Und es ging innerhalb von Sekunden weiter. Wir spielen auf den Nummerinen Türmen. Hier könnte die Range endlich mal was bringen. Hoffe ich zumindest. Also, ich hoffe auf eine bessere Runde als die letzte, weil die war einfach nur scheiße.
Gut. Also es ist auch gut, dass wir hier in der Luft knallen können. Was hat der schon wieder für eine Range? Was hat der für eine Range? So ein Arsch. Wir müssen das Ding hier hochbringen, aber... Ja klar, ja klar! Natürlich. Warum auch nicht? Ich schieße ihn zweimal ab, dann holt er seinen Tintentitan raus. Das ist lächerlich. Lächerlich einfach nur. Es ist lächerlich. Stirb doch endlich! Junge. Will nicht sterben. Kannst du endlich sterben? Und war nicht mal mein Kill. Natürlich nicht. Hätte es auch mal einmal mein Kill sein können. Junge. Stirbst du denn nicht? Stirb einfach nicht. Also da muss man die Stärke bei dem mal weit verbessern. Das ist doch nicht normal. Kann man doch gar nicht mitspielen. Da kannst du nicht mitspielen. Na klar, komm mal wieder hier hoch. Stirb. Stirb. Weggesprungen. Egal. Also, hier ist irgendwas schief. Ganze Zeit. Ganz ehrlich. Was? Also, die Runde ist lächerlich. Die ist einfach nur lächerlich. Das. Dieser Blaster. Oh Gott. Wir wechseln jetzt mal zu einem neuen. Hoffentlich haben wir damit mehr Glück. Ab geht's, Operation Goldfisch Turbo Blaster Deko mit den Klebebomben. Das hört sich gut an, aber ich weiß nicht, ob es gut ist. Das würde ich jetzt gerne herausfinden. So, diese Bomben haben schon eine weite Range. Da runterschießen? Wow, wow, wow! Niemals. So eine weite Range. Junge.
Was war das? Oh Gott. Also dieser Blaster ist auch nicht besser, glaube ich, aber ich weiß es nicht. Oder ich kann nicht mit umgehen. Ich habe keinen Plan. Das ist doch lächerlich. Jetzt macht doch mal endlich was, mein Team. Ganz ehrlich. Was? Ihr Idioten! Okay. Die sind schlechter als schlecht, mein Team. Die sind so kacke. Sie müssen sich zu dritt da umbringen auf eine Range. Zu dritt. Wie blöd seid ihr eigentlich? Ganz ehrlich. Und der Blaster ist auch nicht gut. Es ist... Ach komm. Probieren wir es mal mit dem Plus. Ich weiß auch nicht, was der besser kann. Es ist. Also ich bin enttäuscht von den Waffen. Ich habe nicht gedacht, dass sie so schlecht sind. So, was auch immer dieser Turbo Blaster Plus kann, ich weiß es nicht. Müssen wir wohl herausfinden. Schauen wir mal. Sieht so aus, als wäre die Range hier vielleicht noch extremer. Ist es auch. Okay, die Range ist extrem. Ich kann hier rüberschießen, wie ihr seht. Aber er ist ein bisschen lahmsanger. Aber das gefällt mir mehr, muss ich sagen. Was haben wir hier als Sekundärwaffe? Diese Mine, die fährt. Ist auch ziemlich nice. Gut, ich hab's. Einfach so weit wie möglich nach vorne bringen. Oh Gott! Wie knapp! Mumi! Was ist das für ein Typ? Auch so ein Lappen. Ja, ich hätte es weiterbringen können, habe ich aber nicht geschafft. Aber das gefällt mir besser. Gut. Der ist auch tot. Nur ich bin alleine hier vorne und das gefällt mir gar nicht. Damned. Aber wir könnten es machen. Hoch damit, hoch! Ja! Diese Runde lief viel, viel besser. Wir haben einen schönen K.O.-Sieg hingelegt. Das ist nice! Also gefällt mir besser auf jeden Fall dieser Blaster hier. Die Range ist einfach viel, viel nicer. Gerne nochmal eine Runde damit.
Also der Turbo Blaster, der heute erschienen ist, scheint der beste zu sein. Also wahrscheinlich für euch heute den 17. oder den 18. Weiß ich nicht. Kommt drauf an, wenn ihr schaut. Auf jeden Fall, ich spiele es am 16.10. Heute rausgekommen, scheint der beste Turbo Blaster zu sein. Wahrscheinlich auch oft heute Abend dann beim Splatfest benutzt. Denke ich. Und wir können tatsächlich hier runterschießen. Also die Range gefällt mir jetzt schon enorm. Wir sollten da hochgehen. Da hat einer so ein Dinger. Was ist das für ein Opfer gewesen? Ah! 46 haben wir, die Bestmarke trotzdem. Zwei umgebracht, das war aber ein Loser, der Typ. Stirbt, ja! Also von Kills sieht's gut aus. Ha. Da sind wir gut dabei mit Kills. Die Runde geht schon wieder gut. Oh. Shit! Boah, der ist noch gestorben! Der Blaster ist ja richtig nice. Den muss ich im Auge behalten. Komm hoch zu unserem Typ. 38 ist die Bestmarke. Was ist hier los? Der ist auch tot. Gut. Haben gedacht. Gut. Hoch und das Ding schnappen. Woher schießt denn der? Von unten? Ganz schlauer. Aber da oben lebt noch einer. Ja, der ist tot, aber glaube ich. Okay. Wir wollen jetzt endlich das Ding haben. Jetzt reicht's. Hoch da, hoch! Bam! Diese Runde wurde auch mit dem K.O.-Sieg beendet und wir spielen gleich nochmal eine. Gleich nochmal eine. So. Diese Waffe tut sich als geile Waffe herausstellen. Hätte ich gar nicht gedacht, aber es könnte eine meiner Lieblingswaffen werden. Nice ist das Ding. Das rockt. Die Range ist Hammer und es schießt trotzdem noch schnell. Nicht so langsam wie der Dingblaster, wie heißt der Fernblaster? Gefällt mir. So, und es geht weiter. Wieder eine Runde auf der Operation Goldfisch. Auf der Dekabahnstation. Ja, und dann würde ich sagen, geht's los. Mit dieser Range ist es einfach nur genial. Es macht einfach Spaß. Weil das Ding hat eine enorme Range. Die ist noch weiter als... Oh. Als der Fernblaster, fällt mir gerade auf. Oh Gott. Konnte ich nicht drüber. Das Speedfu hat mich umgebracht. Ganz fieser Kerl. Mhm. Ja, der ist noch gestorben. Mehr konnte ich nicht machen. Schnell nach vorne. Stirb, ja.
jetzt mal. Bisschen Vorsprung. Nein. Du bist tot? Ja. Und wir haben again rasiert. Und ich spiele auch mal eine Runde, was einfach so Bock macht. Wir rasieren hier am laufenden Band. Das geht ab. Leute. Ach, eine richtig geile Waffe ist es. Die ist richtig nice. Los geht's. Nochmal eine. Wenn die letzte, aber trotzdem. Nochmal eine rein. Also diese Waffe tut wirklich dem Namen Blaster alle Ehre machen, weil die Blasterwaffen sind für mich einfach nur geil. Und dieser Turbo Blaster Plus ist einer der geilsten Blaster. Wenn nicht sogar einer der besten Waffen Splatoons. Ich rate euch bloß, spielt mit dem Ding, das ist sau nice. Die Range von dem, das ist extrem, Leute. Kann die rüberschießen, seht ihr das? Trefft die fast. Halt, im Nahkampf habe ich keine Chance, aber das macht es schon. Seht ihr, man hat immer noch eine geringe Chance. Der wäre fast gestorben. Man muss halt zweimal treffen und dann ist gut. So ein gutes Team wie ich, das man jetzt hat hier, muss man auch gesagt haben. Hat ein nice Team. Oft jetzt gehabt. Und hast gewonnen. Nein! Aber das Tintentitan, das regt mich halt immer wieder auf. Weißt du, was mich am meisten aufregt in Splatoon, ist dieser Tintentitan. Ist halt einfach so. Nein, nein, nein! Gut. Ja, klar! Natürlich! Was so ein. Ja, die Runde beginnt nicht so hammer, aber. Mal gucken, was draus wird. Gut. So. Ich schleiche mich mal hier durch. Ah, ja. Klar, ich wurde aufgehalten. Aber wir haben immer noch zwei Typen vorne. Wir könnten die abfangen. Wir könnten sie abfangen. Jetzt nicht verlieren. Schnell nach vorne. Und wir verlieren. Was? Sie sind hinten? So. Ich musste mich gerade extrem konzentrieren. Und das ist ein Typ. Da ist einer. Oh, der hat ein Schild. Der hat ein Schild. Weg hier, weg hier. Da lebt noch einer. Gut, der ist tot. Der ist tot, der ist tot. Ja, wir packen mal die Bazooka aus. Ich weiß nicht, ob die Runde noch was wird, aber sie ist fast zu Ende und. Ja. Gut, der ist tot. Nice.
Aber ich glaube nicht, dass wir nochmal gewinnen. Haben wir immer noch das Ding? Ah, schade. Wenn ich den umgebracht hätte, hätten wir gute Chancen, aber... Ich glaube nicht, dass wir es packen. Die Runde. Ist jetzt auch der längste Splatoon-Part überhaupt, glaube ich jetzt. Nein. Gut, der ist tot, der ist tot. Wir haben die Kanone gestoppt. Gut, der ist auch tot. Ich glaube, wir packen es nicht mehr, aber... Haben gute Chancen jetzt. Müssen nur Gas geben. Komm, komm, nein, nein, warum steht da denn jetzt der? Ach du Arsch. Das gibt's doch nicht. Ja, jetzt haben wir verloren. Schade. Nee, jetzt packt man immer die Runde. Na klar. Noch eine Sekunde vor Ende umgebracht worden von so einem Tintentitan. Egal. Insgesamt ein guter Part mit der letzten Waffe dann. Und dann würde ich auch sagen, bis zum nächsten Mal.